Ja, hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, heute mal wieder zu einem, ja, Vlog, keine Ahnung was Video. Ich wurde getaggt, ja, es ist tatsächlich mein erstes Mal, dass mir das widerfahren ist, ist ganz zu verdanken, habe ich The Francine. Ich packe euch den Link mal in die Beschreibung und ja, auch wer hier wen und getaggt hat und überhaupt und die Fragen, das haue ich euch auch alles nochmal unten rein, da gehe ich jetzt so mega genau gar nicht mehr drauf ein. Also, The Francine, vielen Dank. Keine Ahnung, vielen Dank. Ich werde dann jetzt auch einfach mal loslegen. Also, ich mache es ein bisschen anders als du. Keine Ahnung, wie man das macht. Und ja, ich mache es halt einfach auf meine Art und Weise. Und ich habe auch nicht vor, muss ich sagen, da jetzt so ein mega krass langes Video draus zu machen. Aus gewissen Gründen einfach. Ich mache es einfach lieber kurz und knackig, beantworte die Fragen und auch ich habe mir natürlich schon ein paar Leute ausgesucht, denen ich das hier, an die ich das hier weitergeben möchte. Ich glaube, sie freuen sich bestimmt wahnsinnig. Ja, okay, also starten wir mal. Laptop oder Computer? Also, das ist schwierig. Also ich habe jahrelang wirklich nur einen Laptop gehabt, habe damit auch meine ersten LPs aufgenommen und ja, es ist natürlich kein Gaming-Notebook gewesen, deswegen ist es alles ein bisschen schwierig. Jetzt seit ein paar Wochen habe ich meinen PC und ja, ich liebe ihn, würde ich sagen. Also ist schon wirklich geil, würde ich nicht mehr drauf verzichten wollen. Nächste Frage, McDonald's oder Burger King? Ja, da früher war es auf jeden Fall definitiv McDonald's. Burger King habe ich gehasst. Weißt du, das ist sowas wie mit PlayStation und Xbox. So dieser Beef, das hatte ich mit McDonald's und Burger King. Aber mittlerweile ist es auch nicht mehr so. Ich habe da so ein paar Burger, die ich bei Burger King wirklich richtig gerne mag. Genauso wie die Pommes, stehe ich total drauf. Deo-Roller oder Deo-Spray? Keine Ahnung. Ich nutze beides. Also Deo-Roller ist auch wieder in, muss ich sagen. Finde ich, hält irgendwie besser. Äpfel oder Erdbeeren? Da bin ich definitiv für die Erdbeere. Ich liebe Erdbeeren. Kann man tolle Sachen mitmachen. Katzen oder Hunde? Mag ich beides tierisch gerne. Ich habe eigentlich auch immer eine Katze gehabt. Seitdem ich glaube, 5 oder 6 Jahre war, da habe ich meine erste Katze bekommen. Und jetzt habe ich momentan leider kein Haustier mehr. Hund, ich liebe Hunde. Ich hatte super gern einen, aber leider fehlt mir die Zeit. Blond oder braun? Kommt drauf an, worauf sich die Frage jetzt bezieht. Also für mich oder für meinen Männergeschmack? Ich habe dunkle Haare, wisst ihr ja alle. Braun, dunkelbraun. Ich mag dunkle Haare auf jeden Fall und ich mag auch gerne dunkelhaarige Männer. Aber, keine Ahnung, das spielt eigentlich ja jetzt nicht so die oberste Rolle, sag ich mal. Süßes oder herzhaftes Essen? Beides geil. Ich liebe zum Beispiel Milchreis als süßes Essen. Und, keine Ahnung, ich bin da eigentlich so eine Allesesserin, würde ich sagen. Es gibt weniges, was ich nicht probiere, sagen wir es mal so. Früher war ich da so ein bisschen mäkelig und bloß nicht gesund und so und gar nichts probieren, was du nicht kennst. Und ja, mittlerweile haue ich mir alles rein, entweder es schmeckt oder schmeckt nicht. Lego oder Playmobil? Habe ich mit beidem gespielt früher. Ich fand Playmobil aber geiler. Und ich habe viel mit Pferden gespielt und Indianern und so ein Quatsch. Ja, war eine schöne Zeit. Nike oder Adidas ist mir persönlich vollkommen Wumpe. Keine Ahnung. Adidas? Weiß ich nicht. Interessiert mich eigentlich nicht. iPhone oder Samsung Galaxy? Ja, das ist natürlich was für mich. Ich bin eigentlich ein kleines Samsung-Kind. Ich habe mit dem S1 angefangen, bin dann zum S3 und eigentlich wollte ich auch das S5. Das Problem an der Sache war leider, dass mir das S5 definitiv zu groß ist. Technisch finde ich es eigentlich mega geil. Ich hätte es auch wirklich gern gehabt, aber die Dinger werden mir einfach zu groß. Deswegen bin ich jetzt zu LG gewechselt. iPhone kommt für mich nicht in Frage. Party oder chillen? Ja, da kann ich eigentlich auch nur beides sagen. Klar, Party machen auf jeden Fall und chillen ist natürlich auch mega geil, also klar, beides auf jeden Fall. Subway oder KFC? Ja, da würde ich doch schon sagen Subway, also so viele KFCs gibt es hier ja auch nicht. Schmeckt auf jeden Fall geil, ist so ein bisschen was Besonderes, weil es halt bei uns nicht an jeder Ecke gibt
Und Subway gönne ich mir hin und wieder auf jeden Fall mal. Ja, Links- oder Rechtshänder, das ist ganz schnell zu beantworten, Rechtshänder. Cola oder Fanta? Früher war es definitiv immer Fanta. Cola, ja, weiß ich auch nicht. Klar trinke ich Cola. Eiskalte Cola aus der Dose ist auf jeden Fall mega geil. Mit alkoholischen Getränken ist es in Verbindung ist es nicht so mein Fall. Da würde ich doch dann eher Fanta vorziehen. Horror- oder Liebesfilme? Ja, was glaubt ihr wohl? Ich glaube, ihr wisst es, natürlich Horrorfilme. Also, so ein bisschen Mädchen bin ich natürlich auch. Also Liebesfilme, klar, sind auf jeden Fall auch mal ganz nett. Und meistens muss man dann heulen, weil das ist ja alles so emotional. Aber ich würde definitiv Horrorfilme, Zombiefilme vorziehen. Nintendo oder PlayStation? Da sage ich jetzt einfach mal PlayStation. Nintendo habe ich nie besessen und keine Ahnung, bin ich raus. Canon oder Nikon? Ich wollte früher immer eine Spiegelreflex haben und da hätte ich definitiv eine Nikon genommen. Aber ich denke, das gibt sich mittlerweile auch einfach beides nichts mehr. Sind beides gute Sachen. Kino oder DVDs? Ich würde sagen, ins Kino gehe ich heutzutage wirklich nur noch, wenn es sich lohnt. Also wenn es da einen Film gibt, wo ich sage, der lohnt sich, den muss ich im Kino sehen, dann gehe ich ins Kino. Ansonsten bin ich mittlerweile nicht mehr bereit, 10 Euro für so einen Scheiß zu bezahlen. Dann bezahlst du nochmal 10 Euro für irgendwelche Getränke und Süßigkeiten. Darauf habe ich einfach keinen Bock. Da warte ich dann lieber, chill mich irgendwie aufs Sofa und kusche mich ein und gucke das auf DVD. Weihnachten oder Geburtstag? Ja, also ich weiß auch nicht. Ist irgendwie... Ja, es ist schön, Geschenke zu bekommen auf jeden Fall. Weihnachten ist eine schöne Zeit mit der Familie. Ich finde es ganz toll, wenn man dann zusammen isst. Und Weihnachtsbaum haben wir allerdings seit Jahren nicht mehr. Das läuft bei uns nicht so typisch ab, würde ich mal sagen. Obwohl ich das doch schon ganz schön finde. Und ich würde mir wünschen, dass meine Eltern sich wieder einen Weihnachtsbaum hinstellen. Geburtstag, auf meinen eigenen Geburtstag habe ich eigentlich jedes Jahr nicht so Bock. Ich feiere das einfach nicht so gerne. Zocken oder Skaten? Ja, die Frage ist eigentlich überflüssig. Natürlich ist das Zocken. Ich habe natürlich auch Inliner und das macht auch Spaß. Habe ich ewig nicht mehr gemacht, aber na doch, Zocken finde ich schon geiler. Tag oder Nacht? Keine Ahnung. Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Also... Die Nacht ist auf jeden Fall gut zum Durchzocken. Der Tag ist ja meistens nur für die Arbeit. Also würde ich dann doch eher die Nacht vorziehen. Beziehung oder Single? Ja, meine lieben Freunde. Das ist so eine Frage, wo ich mir überlege, ob ich das beantworte. Das ist doch schon ziemlich privat. Und ich glaube, dazu sage ich einfach mal nichts. Denkt euch einfach mal euren Teil oder vermutet oder was weiß ich. Disney oder Looney Tunes? Disney, ganz klar Disney. Gefällt mir am besten, aber habe ich eigentlich so extrem, na doch früher als Kind geguckt, jetzt ist es aber eigentlich auch vorbei. Obwohl, das stimmt auch nicht. Also diese geilen alten Disney-Sachen guckt man schon noch gern. Okay. Was haben wir als nächstes? Apple oder Microsoft? Oh je, also, ja, ich sag dann einfach mal Microsoft, Apple. Ich weiß nicht. Ich hätte auf jeden Fall definitiv gerne so ein iMac. Finde ich mega geil, aber ja, letztendlich wird es wahrscheinlich doch irgendwie immer wieder Microsoft sein. Baden oder duschen? Da würde ich sagen, definitiv baden. Ich liebe baden. Ich liebe eigentlich auch Wasser. Das kann vielleicht auch an meinem Sternzeichen liegen. Ich bin nämlich Krebs. aber duschen tue ich natürlich auch super gerne und am liebsten stundenlang und so heiß es geht. Batman oder Spider-Man? Da muss ich sagen, bin ich raus. Fand ich beide nicht so geil. Und als nächstes haben wir dann Dunkin' Donuts oder Starbucks. Sorry für die blöde Frage, aber was sind Dunkin' Donuts? Ist das jetzt sowas wie Starbucks? Also Starbucks kenne ich, deswegen sage ich einfach mal Starbucks. So. Gestylte Haare oder Mütze?
Gestylte Haare. Also es geht definitiv nur eins von beiden. Wenn ich einmal eine Mütze auf hatte, dann kommt die auch nicht mehr ab, weil Haare dann scheiße. Aber ja, wann setze ich eine Mütze auf? Im Winter, wenn es kalt ist. Sonst wahrscheinlich auch eher nicht. Manga oder Comics haben wir dann noch als nächste Frage. Comics. Auf jeden Fall Comics. Ich habe früher hier diese, ja gut, Mickey Mouse, Donald Duck, die ganzen klassischen Dinger und hier diese Grusel- und Gespenster-Comics habe ich auch geliebt ohne Ende. Und YouTube oder Fernsehen, ganz klar YouTube. Fernsehen ist bei mir total raus, gucke ich überhaupt nicht mehr. Kommt nur Scheiße, das kann man sich so gut wie überhaupt nicht mehr antun. Und wenn mal was Geiles kommt, hat man alle 20 Minuten Werbung. Da könnte ich austicken, das mag ich gar nicht. Und ja, deswegen YouTube, da kann ich gucken, wann ich will, was ich will, wie oft ich will. Und ja, wenn ich dann doch mal irgendwas im Fernsehen schaue, also dann läuft das aber auch über einen Stream. Und das war's dann auch schon. Jetzt würde ich sagen, gehen wir gleich mal über. Ich werde euch mal ganz kurz die Leute zeigen, die ich dann tagge und die diesen Spaß haben dürfen. So, okay, also hier seht ihr auch schon den ersten, den ich mir ausgesucht habe. Es ist der liebe Teasy. Ich weiß gar nicht ehrlich gesagt, wie das läuft. Ich denke, man macht das wirklich nur, wenn man Bock drauf hat. Das ist jetzt kein Muss oder so. Ne? Also fühl dich nicht verpflichtet. Mach einfach nur, wenn du Lust drauf hast. Du bist jetzt getaggt. Ich werde das dich auch nochmal verlinken. Und ja, ich sage einfach mal viel Spaß. Und wir schauen mal, was dabei rauskommt. So, der nächste Kandidat, den ich taggen werde, das ist i4. Hi i4, also du bist jetzt getaggt von mir und ich wünsche dir viel Spaß mit den 30 Fragen. Der nächste ist Play the Stuff, auch du bist dran. Auch dich tagge ich und ich wünsche dir viel Spaß. Oh wow, ich sehe gerade 121 Abonnenten, richtig geil. Also das geht bei dir wirklich richtig steil bergauf. Ich freue mich für dich. Und dann meine liebe Mina, oh, du bist jetzt auch dran. Und ja, viel Spaß, sage ich da einfach auch nur zu. Und als letzten habe ich mir jemanden ausgesucht, da weiß ich nicht, ob das klappt. Weil er doch ein wenig mehr größer ist. Es ist der Raffi und ja, ich gucke einige Videos bei Raffi, sei es Black Ops oder auch so ein bisschen Minecraft-Zeugs. Und ich probiere es einfach mal. Hi Raffi, vielleicht hast du hier auch Bock, 30 Fragen zu beantworten und ich tagge dich jetzt hiermit. Wünsche dir und allen viel Spaß. Keine Ahnung, ob ihr es macht und ich lasse mich einfach überraschen. Und ja, das war's auch schon. Ich bedanke mich bei euch und sage haut rein. Bis zum nächsten Video. Ciao, eure Schneckball.